Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Heute am 9.17.2017. 9.17. Ja, 1933, blabli blub blub. Ja, eine Woche ist wieder ins Land gezogen, ungefähr seit der letzten Aufnahme, also gefühlt zumindest. Ja, momentan komme ich leider nicht so viel zum Aufnehmen. Wird sich jetzt aber, denke ich mal, ja, recht zeitnah ändern, weil ich denke mal, jetzt ab dieser Woche geht es wieder normal los. Was natürlich immer blöd ist, ich weiß nicht, wie weit ich hier komme immer, ne? Weil ich weiß nicht, wann komme ich nicht mehr weiter, ne? Weil da macht es ja auch keinen Sinn, dann stundenlang nur noch hier durch die Gegend zu eiern. Dann gucke ich da lieber offscreen nach. Und deswegen versuche ich immer so einigermaßen einen logischen Punkt oder einen Schnitt zu machen zum Ende der Aufnahme, so wie hier zum Beispiel. Beim letzten Mal haben wir nämlich genau diese Feuerstellen passiert. Und was ich jetzt machen muss, nun, schauen wir doch mal. Also ich habe jetzt zwei Wege oder mehrere wahrscheinlich sogar. Ich glaube, hier bin ich letztes Mal nochmal hingerannt und habe festgestellt, da möchte ich noch nicht hin. Oder kann ich noch gar nicht hin, genau. Nein! Okay, und die haben mich getötet. Scheiße. Gut, alles klar. Ich kann mich auch noch erinnern, wir sind gar nicht so gut dabei, was Ressourcen und sowas angeht. Sprich, ne? Also Medipacks. Munition geht wahrscheinlich. Aber Medipacks sind echt Mangelware momentan bei mir. Und was nicht sehr gut ist. Macht es natürlich jetzt auch nicht an, wie viel habe ich noch? Okay. Was natürlich auch nicht einfacher, dass ich jetzt hier unbedingt die Mönche auf mich, dass sie mich töten wollen, ne? Nur wegen einem dummen Fehler. Komm, okay. Komm, Lara. Du willst es doch auch. Kommen die jetzt, oder was? Nee. Jetzt aber. Warum kommen die nicht? Wo bleiben die Schweine? Die sind doch gar nicht da, ne? Unglaublich. Da schießt mich auch noch was ab. Alter, da schießt noch jemand auf mich. Wer schießt denn da auf mich? Oh mein Gott, okay. Die Aufnahme geht wieder gut los. Ich muss natürlich erstmal wieder in das Spiel reinfinden. Ne? So wie bei der letzten Aufnahme auch. Das heißt, erwartet bei der heutigen Aufnahme nicht zu viel. Ich bin froh, erstmal ein bisschen Content zu generieren. Das reicht mir erstmal. Und dann ab der nächsten Aufnahme denke ich, gut, jetzt könnte es so langsam wieder losgehen. Boah, ich will kein Medipack benutzen. Oh no. Aber mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Vielleicht kriege ich ja ein neues. Ah, die ist eigentlich schon ganz gut, die M16. Machen wir es jetzt anders. Jetzt einfach auch so todesmutig. Ja, jetzt zurück. Da! Von hinten kommen die! Es sind jetzt zwei von denen! Ich raste aus. Woher? Woher kommt ihr? Ja, tötet euch von mir aus gegenseitig. Kein Problem. So. Abstauber. Ist mir scheißegal. Wir haben es überlebt. Hey, irgendwie. War es jetzt überhaupt notwendig, dass ich das Medipack genommen habe? Ich sehe jetzt leider meine Energie nicht. Ich kann aber ein bisschen erzählen, wieso, weshalb, warum ich jetzt die letzten Tage, Wochen, nein, nicht so wirklich zum Aufnahmen kam, zum Aufnehmen kam. Es ist nämlich folgendes, ne? Ich habe ja vor ziemlich, oder am letzten Wochenende, also ziemlich genau vor einer Woche, habe ich ja, oh, ein Medipack, ich liebe dich. Habe ich ja die Crash Bandicoot Insane Trilogie begonnen, ne? Und innerhalb von 3 Tagen halt schön dieses geile, also wirklich coole Remake von Crash Bandicoot 1 erfolgreich beenden können, zu 100% mit Platin-Trophäe, allem drum und dran. War geil, muss ich sagen. Hat echt Bock gemacht. Und ich wollte eigentlich da an dem Sonntag da drauf direkt schon die nächste Aufnahme starten. Aber ich war noch mitten im Rendern, ne, von den vorherigen paar, also deswegen hat das leider nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Deswegen habe ich gesagt, gut, nimmst du einen Tag später auf, ne? Machst du am Sonntag lieber Sport. Gut. Montag war dann der Fall, ne? War nach der Arbeit mit dem Kollegen Bier trinken. Und dann ist er halt nach der Arbeit doch mit zu mir gekommen, ne? So von wegen, zeig mir doch mal dein Amiga. Nein, also das wir haben wirklich Amiga gespielt, das war jetzt keine, was ist das? Okay, das war wohl Munition. Gut. Also wir haben wirklich Amiga gezockt, ne? Aber es ging halt bis 23 Uhr, da konnte ich auch nicht mehr aufnehmen. Uiuiui. So, und dann habe ich, glaube ich, Dienstag konnte ich mal eine kurze Aufnahme starten, da kam ich aber relativ spät nach Hause am Dienstag. Das war nämlich da das Problem. Und am Mittwoch... Alter, was ist hier mit der Musik los? Warum ist sie so? Ja, und am Mittwoch muss ich schon mal so ein bisschen die Bude vorbereiten, weil Julia zieht hier ja bald hin, also ziemlich genau 2 Wochen wohnt sie hier schon. Also 2 Wochen wäre eigentlich auch wieder ein Tag Kamele. Wo sie wieder nach Hause fahren würde, halt sonntags immer, ne? Aber dann fährt sie halt nicht nach Hause, sondern dann wohnt sie nämlich hier. Und da wollte ich halt schon mal ein paar Sachen vorbereiten. Wir haben ordentlich jetzt nämlich am Wochenende... No,
Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon versucht, ne? Kann das sein? Letztes Mal ordentlich versucht, was heißt versucht? Wir haben jetzt das Wochenende echt viele Möbel gekauft. Und sie hat auch viel von ihrem Scheiß schon mitgebracht. Ich glaube, ich kann hier gar nichts machen, kann das sein? Ja, und auf jeden Fall, dann musst du auch entsprechend vorbereitet sein. Das war jetzt halt das Problem. Weswegen ich dann am Mittwoch auch nicht zur Aufnahme kam, denn am Donnerstag war ich mir auf den Geburtstag eingeladen. Da habe ich auch gesagt, gut, geht so bis 1, 2 Uhr. Schön und gut. Aber nein, das ging bis 5 Uhr morgens. Ja, am Freitag hatte ich frei, weil ich musste, also ich hatte, was heißt, ich hatte frei, ich habe Homeoffice gemacht, wirklich. Tatsächlich habe ich auch gearbeitet zu Hause. Hab zwar bis 9 Uhr noch gepennt, also war jetzt auch nicht sonderlich lang. Direkt mal die Waffe rausholen. Gegner? Nein, okay. Uiuiui. Weil ich musste so eine richtige Kackliste machen, da brauche ich absolute Ruhe für. Was ist das? Scheiße, ey. Wäre ich lieber da reingegangen, oder? Die Sachen brauche ich doch bestimmt. Das Edelsteine? Warte, ich muss mal gucken. Ist die Tür offen? Nee, die ist noch zu. Gott, gut. Das ist sehr gut sogar. Ich hätte hier auch nicht auf die andere Seite gekommen. Okay, es war so egal, durch welches Loch ich gefallen wäre. Schön. Ja, auf jeden Fall, wo ich dann... Das war eigentlich ganz lustig. Um 9 Uhr halt von meinen Arbeitskollegen geweckt, ne? Hab gesehen, irgendwie schon 30 Anrufe in Abwesenheit. Ich meine, ich habe ja auch gesagt, ich bin verfügbar, wenn man ist, ruft an, Leute, ne? Ja, und dann habe ich dann erstmal gearbeitet. Also echt gemächlich, weil ich war echt fertig von dem Vorabend. Was, glaube ich, nachvollziehbar ist. Okay, dann ich verstehe es nicht. Was ist das? Warum kann ich da nach unten? Das muss doch irgendeinen tieferen Sinn haben, oder? Da habe ich irgendwas übersehen. Ich habe jetzt zwar noch so eine lustige Gebetsrolle gefunden. Ey, muss ja irgendwo ein Schalter sein oder sowas. Es ist jetzt auch leider noch... Warte mal. Kann ich die einfach kaputt schießen? Das wäre natürlich cool. Okay. Ich habe nichts gesagt. Sorry. Ah, wie schlecht. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das ist hier. Gab es irgendwo Augen, die ich einsetzen konnte? Der gerade so ein Resident Evil Rätsel. Edelsteine. Wäh? Aha. Okay, von mir aus. Habe ich auf jeden Fall. Kann ich schön verticken. Ich glaube, ich brauche die, um irgendwo weiterzukommen. Aber ich hatte jetzt noch keine Möglichkeit gesehen, die irgendwo... Ich überlege gerade. Wir haben jetzt zwei viereckige Löcher gehabt. Das scheint auf jeden Fall ein relativ langes Level zu sein. Weil das eine viereckige Level war ja noch hinten bei der Statue. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und hier war auch nichts, ne? Da war nur Munition. Guck ich doch vielleicht zur anderen Seite wieder runter? Und bringen wir jetzt irgendwas? Schauen wir doch mal. Ist das tief. Okay, ich nehme den weiten Weg. Ich habe gewonnen. So, zack. Ja, man hört, es ist gutes Wetter. Chopper draußen. Wehe, du gehst anfeuern, ne? Ich speichere mal vorsichtshalber ab. Jo. Aber ich habe auf jeden Fall auch so einen Muskelkater im Rücken, ne? Weil wir, was hab ich mir eigentlich alles bei Ikea gekauft? Weil, ja, ich werde mein Zimmer bald wieder umstellen. Es wird wieder bald so ähnlich sein von der Fernsehstellung, zumindest wie früher. Das heißt, gewöhnt euch bei Streams und sowas, bei Webcam-Videos an eine neue Perspektive. Ich habe mir jetzt nämlich endlich mal eine richtige TV-Wand geholt. Also ist eigentlich nur eine TV-Bank, keine TV-Wand. Muss ich nochmal korrigieren. Was habe ich schon noch geholt? Also so ein Schubladengezumpel. Mit neuen Schubladen, einfach nur zum Verstauen von Sachen. Ich werde auch ein bisschen was hier von den Möbeln raus. Oh. Ah, es ist der Schalter von dem Feuer, glaube ich, ne? Kann das sein? Ja, ist er. Ja, ich werde auch ein paar Möbel raushauen. Da brauche ich natürlich adäquaten Ersatz für. Weil Zeug schmeiße ich natürlich nicht weg. Wie kam ich denn hier raus? Scheiße, warte mal. Und ein Eckschreibtisch, genau. Weil mein Eck-PC-Gedöns, da haue ich nämlich wirklich weg. Das ist schon sehr alt. Es ist wirklich schon extremst alt. Das älteste Möbelstück, was ich dann hier habe, also was es dann auch mir tatsächlich von Anfang an gehört hatte, das wäre dann tatsächlich mein Kleiderschrank. Den muss ich auch irgendwann mal ersetzen. Was ist das da unten? Ah, hier sind wir wieder. Ah, okay, alles klar. Was ist das da oben? Ja gut, das ist nicht so schwer. Da hatte ich zumindest bisher noch nie Probleme. Also ich will nicht sagen, dass ich nicht schon gestorben bin. Huh, warte mal. Ach so, ich dachte, da könnte man durch. Und der nächste Chopper. Ich nehme lieber mal eine bessere Waffe, weil die M16 war eigentlich gerade ganz geil.
Die frisst auch nicht so viel Schuss, so wie es aussieht. Also nicht so viel wie die Uzi zum Beispiel, die 300 Schuss pro Mann braucht, die ich kaputt mache. Ach so, genau. Und irgendjemand hatte noch gesagt, von wegen dem Geheimnis, dass es direkt hinter der Statue läge. Das würde ich jetzt gerne auch nochmal überprüfen. Die Sonne kann sich ruhig mal verschnieseln, so ein bisschen. Das ist gerade echt nicht so cool. Warte mal. Hupp. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was jetzt geschrieben worden ist im Detail, aber irgendwo stand... Es ist eine Statue an der... es ist ein Geheimnis an der Statue. Warte mal. Da ist nichts. Ich weiß niemals, wie viel ich jetzt hier... Habe ich überhaupt schon Geheimnis gefunden? Kommt natürlich schon vor, als würde ich im Level 3 Wochen hängen. Das liegt aber auch damit... Oder hängt damit zusammen, dass es auch so ist. Zumindest zeitlich gesehen. Also ich sehe gerade leider noch kein Geheimnis. Aber ich glaube, ich starte nochmal nach oben. Ich war hier schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Ich meine, hier kam ich, glaube ich, nach oben, ne? War das so? Nee, ich glaube doch nicht. Scheiße. Ah, ich glaube, wir müssen wieder komplett außen rum, oder? Fuck, wie war das denn nochmal? Doch, das war hier rum. Doch. Behaupte ich einfach mal. Ah, ja, genau. Das war, glaube ich, das Schieberätsel, was mir dann im Endeffekt ein Stück Munition gebracht hat. Das Feuer, das ist nicht so cool. Ach so. Nee, da muss ich glaube ich nicht lang. Da bin ich wohl doch getäuscht. Was war das Scheißzeug? Stimmt. Vorletzte Aufnahme war, glaube ich. Ist doch da oben? Stimmt, den Bereich gab. Alter, es ist so ein Mega-Level, ne? Ich gehe kaputt. Was war denn da nochmal? Upp. Naja, gut. Geh mal wieder unter Wasser. Scheiße. Ja, jetzt geht's wieder von vorne los, ne? Ich könnte zwar jetzt noch eine Gebetsrolle abgeben, aber da fehlen mir, glaube ich, immer noch ein paar. Achso, hier kann ich das Wasser irgendwie ablassen, offensichtlich. Tadam, bang, bang. Komm, schieb das weg. Okay, gut. Also, ich habe jetzt einerseits hier mein komisches Gerät, was ich einsetzen kann, ne? Das, was ich schon seit dem letzten Level habe. Dann die Gebetsrolle, die ich einsetzen kann. Und ich denke mal, die Edelsteine führen uns nämlich zu einer weiteren Gebetsrolle. So meine Hypothese. Die Frage ist nur, beziehungsweise das Problem ist nur, ich habe gar keinen Plan, was ich mit Edelsteinen anfangen soll. Ich habe 2 Stück gefunden. Vielleicht brauche ich auch mehr als 2. Das weiß ich ja auch nicht. Ich gehe auf jeden Fall nochmal oben zur Statue. Ich habe auch irgendwie immer das Gefühl, dass ich schneller springe, als laufe. Habt ihr wahrscheinlich schon tausendmal erklärt. Nein, das ist nicht so, aber es interessiert mich nicht. So. Lasst mich in meinem Glauben. Ah, ist wie eine komische Kameraperspektive. So, warte mal. Oder hier vielleicht, ne? Ah, okay, sieht auch besser aus. Zumindest war ich schon mal auf der richtigen Seite. Muss man mir auch mal lassen. Ah, macht schon Bock, das Spiel, echt. Die Probleme, die ich am Anfang hatte, so mich damit so ein bisschen anfreunden zu können, lag halt wirklich hauptsächlich am Setting. Aber das, was hier ist, das ist schon ziemlich geil. Ich meine, das war jetzt auch nur 2 Tage Pause, ne? Aber es kommt mir echt so unglaublich lange vor, die ich dabei bei Crash hatte. Also wegen Crash hatte, besser gesagt. Und klar, jetzt natürlich dann die zweite Pause, die jetzt fast eine Woche nochmal gegangen ist. Wo kann ich denn noch weiter hoch? Okay, da ist Feuer. Uncool. Kommt, geh da hoch. Wo soll hier ein Geheimnis sein? Ich raff das nicht. Hat das Ding Augen? Kann ich dem Augen verpassen? Oder was unter der Statue befindet sich ein Geheimnis? Boah, hier habe ich jetzt Angst zurückzuspringen. Bitte brenn mir nicht weg. Danke. Meine Mucke ist auch geil. Schön heilig. Was passiert denn mit dem Gesicht der Statue?
Also da befindet sich auf jeden Fall kein Raum hinter, so wie es aussieht. Wenn ich da jetzt nicht, wenn ich da einen Edelstein reinmachen kann, ne, dann gehe ich echt kaputt. Oh fuck. Oh mein Gott. Kamera, bleib mal geschmeidig. Ich glaube, den Edelstein da reinzupacken, habe ich glaube ich bei der anderen Seite nicht versucht. Achso, nee, das ist so weit. Boah, Alter, bin ich da, da komme ich hoch? Ernsthaft? Ja, tatsächlich. Weil die Aussparung ist sehr groß. Wenn der da reinpasst, ne? Ich glaub's nicht. Ja, klar. Du mich auch. Ey, wie dumm. Wo ist das überhaupt? Oh, das ist nicht dein Ernst, oder? Ihr habt doch gesehen, wie klein das Scheißteil war. Ich meine, guck euch das mal bitte an. Ja, genau. Da meckern schon die Autofahrer draus. Das ist ungefähr, wenn ich einen Schlüssel habe. Der Schlüssel ist dreimal so groß, mindestens. Wo ist jetzt überhaupt die Klappe aufgegangen? Scheiße. Ich lade nochmal neu, sorry. Ich habe ja da an der anderen Seite irgendwo gespeichert. Fuck. Oh, ist das ärgerlich. Nee, vom Feuer habe ich gespeichert, genau. Weil dann brauche ich nicht nochmal komplett hin und zurück zu laufen. Dann brauche ich nämlich nur zurückzulaufen. Boah, nee, ich riech das grad. Tut mir echt leid. Aber da kann man ja wohl nicht mit rechnen. Ja, kann man natürlich schon. Wo war denn jetzt hier nochmal das Reinmachgezimpel? Aber was ich immer voll mag, wenn ich wenn ich hier solche neuen Möbel kaufe, dieser Geruch, dieser neue Holzgeruch, typisch Ikea-like. Da stehe ich voll drauf. So. Wo ist hier das Ding? Da, guck. Also, zwei Schuhschränke haben wir uns auch noch gekauft. Haben uns mal richtig was gegönnt. Wirklich 600 Tacken habe ich da ausgegeben, ey. Hab ich einfach gesagt, puh, Scheiße. So, ich denke mal, da ist jetzt der Stern weggegangen, ne? Du Stern. Eine Falle? Nee. Huh. Ah, Pistole ist jetzt, glaube ich, nicht die richtige Waffe hierfür. Autsch. Soll ich lieber ziehen oder. Oder schüben? Ich glaube, ich ziehe lieber. Dann laufe ich lieber nochmal außen rum. Ist da ein böses Viech hinter? Oder was macht Lara die Geräusche? Ja, ich zerstöre den Stern. Nein! Ja, genau, den sollst du machen. M16 wieder rausholen. Kaffeesch. Kamera wieder klarkommen. Ach so, das war's schon. Ich habe tatsächlich rausziehen müssen. Alles richtig gemacht. Haha! Bring! Okay, cool. Da fehlt uns echt nicht mehr viel jetzt, ne? Das heißt, dann gehe ich jetzt nochmal zurück zur Statue. Und ich nehme euch komplett mit, der interessiert mich nicht. Geh nochmal komplett zur Statue und, ja, mach das dann. Jetzt kenne ich ja wenigstens den richtigen Weg. Ich habe ja sonst auf dem Weg auch nichts gefunden. Krieper! Krieper! Und alle, ho! Wie, du gehst an Feuer. Dankeschön. Geht doch. Sollen wir kurz überlegen, genau, hier runter.